Ja, das ist total schön mit dem Comedy Contest. Weißt du, du bist halt frei, du kannst halt einfach irgendwas erzählen, du kannst mich mit den Leuten in Ruhe unterhalten. Also sonst, ich bin jetzt total auf dieses Quiz festgelegt. Ja, ich kriege immer eine Frage, Antwortmöglichkeiten, in dem Rahmen muss ich mich bewegen. Das ist hier eine völlig andere Nummer. Super. Apropos super, was willst du trinken? Super Sachen hier. Gute Frage. Ist es A, vielleicht stilles Wasser aus den Karpaten oder B, Tretop-Absinth oder C, nix, weil du nämlich gar keine Zeit mehr hast. Deine neue Sendung fängt jetzt gleich an. Was? Nein! Doch. Oh! Direkt aus dem Knust in Hamburg. Der NDR Comedy Contest mit Bernhard Hoecker und Thorsten Sträter. Vielen, vielen Dank! Ja, vielen Dank! So! Hallo und herzlich willkommen zum NDR Comedy Contest. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Also, ich glaube ja, der liebe Gott, ich meine, wir mögen ihn alle und er liebt uns ja auch, aber trotzdem glaube ich, dass der liebe Gott bei der einen oder anderen Sache wirklich. Also, er lag ja so richtig falsch. Der hat den einen oder anderen Fehler in der Schöpfung gemacht, wo ich glaube, da ärgert er sich heute noch drüber. Zum Beispiel bei uns Menschen. Ganz ehrlich, wir sind die Krone der Schöpfung, oder? Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, wenn ihr. Ja, du auf jeden Fall. Das ist mir schon. So. Aber habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, wenn ihr draußen rumläuft, dass so aus der einen oder anderen Krone schon so. So, ich habe schon Menschen gesehen, da habe ich das Gefühl, deren Krone war schon ihr Leben lang nur so ein Metallreifen. Das war. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Und, ja, überhaupt, ich glaube, die Menschheit an sich war von ihm so eine richtige Fehlkonstruktion. Ich meine, der liebe Gott, der hat uns eine wunderschöne Welt gebaut, ja? Mit grünen Bäumen, mit frischer Luft, mit blauem Wasser, es war alles super. Und dann hat er dem Adam gesagt, pass auf, Adam, liebe Gott ist müde, leg dich jetzt ein bisschen hin, ja, fass nichts an, ja? Und wenn du Besuch kommst, räum danach wieder auf. So. Dann hat er das gemacht. Ich meine, muss er ja auch. 6 Tage hat er die Welt geschaffen, dann hat er geruht. Die Menschheit ist jetzt so 200.000 Jahre alt. Ich sag mal so, 6 Tage arbeiten, 200.000 Jahre lang Pause. Geiler Arbeitsvertrag. Und jetzt, wie bei der GDL, glaube ich. Das unterscheidet Gott ja von Jesus. Der war ja bei Cockpit, der ist ja in den Himmel aufgefahren. Und jetzt, ich meine, stellt euch vor, jetzt haben wir in der Zwischenzeit die Welt total versaut. Ja, ich meine, das Plastik ist ist im Wasser, das Öl ist auf der Erde statt unten drunter, die Luft stinkt wie Sau, wir haben ein riesiges Ozonloch und das ist das Problem. Denn da oben, wo der liebe Gott jetzt ruht, da zieht's wie Hechtsuppe. Und der wird irgendwann, der liegt da, ruht sich aus, das zieht wie Hechtsuppe, der wird wach, der Nacken total steif. Ja, da macht er die Augen auf, kann sofort runtergucken, Ozonloch ist ja da. Und Leute, ich glaube, der wird sauer. Der wird richtig sauer sein. Dann kommt der runter, dann ruft der alle Menschen zusammen. Der ruft alle zusammen und sagt, so Leute, wer ist verantwortlich für die Sauerei? Und alle so, hallo, wer ist verantwortlich für die Sauerei? Und dann natürlich, wir selbstbewussten Menschen, wir sagen natürlich sofort, der da. Gott will natürlich weiter wissen, was los ist. Und jetzt kommt ein Fachmann, aber so ein richtiger Fachmann, so ein Priester, ja, schwarze Soutane, Holzkreuz, Tippex-Kragen. Tippex, kennt ihr Tippex-Krägen? Diese weißen Krägen, die Geistliche oft haben? Das sind nur so weiße Streifen, die so toll aussehen, aber eigentlich ganz bequem sind. Und die heißen Tippex-Kragen, weil die so aussehen wie die Tippex-Streifen, die wir früher. Also die wir alten Menschen früher benutzt haben. Muss ich den Jungen kurz erklären. Wenn wir damals so eine WhatsApp geschrieben haben. Also, so. Dann haben wir das, ein abgefahrenes Wort kommt, jetzt haben wir das gemacht auf einer sogenannten Schreibmaschine, eine richtige Schreibmaschine. Das war eine richtige Maschine, also ohne Dampf. Aber richtig, ja. Und wenn wir uns verschrieben hatten, dann mussten wir mit dem Schreibelement nochmal zurückgehen und dasselbe falsche Wort nochmal falsch schreiben. Und haben aber vorher so einen weißen Streifen da reingehalten und dann wurden die vormals falschen schwarzen Buchstaben mit den jetzt falschen weißen Buchstaben überschrieben. Das war unser Delete! Kannst du dich daran erinnern? Nee? Ja gut, der Katholik, aber die. Das ist total. So. Dieser Geistliche sagt natürlich jetzt zu dem Gott, naja, natürlich, lieber Gott, sieht's hier aus wie Sau, aber ganz ehrlich, du hast auch gesagt, macht euch die Erde untertan.
Wie macht euch die Erde untertan? Habe ich gesagt? Ja, nicht direkt gesagt, aber es steht in deinem Buch. Ich habe ein Buch geschrieben. Okay, angenommen, da drin steht, macht euch die Erde untertan, ja, dann heißt das doch noch lange nicht, dass man so mit seinem Untertan umgeht. Ganz ehrlich, wer den Begriff Untertan so interpretiert, der hat echt eine Meise. Ja, natürlich ist das total bescheuert, aber du hast auch gesagt, selig sind die geistig Armen. Ihnen gehört das Himmelreich. Was habe ich gesagt? Ja, jetzt nicht du, aber dein Sohn, ihr seid ja eins, Dreifaltigkeit und so. Ach so, Sohn, ich habe einen Sohn. Den möchte ich gerne sprechen, sofort. Sohn, komm her. Sorry, das geht nicht, den haben wir umgebracht. Und das, der, ja. Wenn Jesus winkt, macht er eh noch. So, und spätestens da, ja, wird der liebe Gott denken, oh oh, hätte ich besser auf die Dinosaurier gesetzt, anstatt auf diese nackten Trockennasenaffen. Aber nicht nur bei uns Menschen hat der liebe Gott so ein bisschen daneben gearbeitet, sondern auch bei den ein oder anderen Tieren. Zum Beispiel bei den Ameisen. Ja? Es gibt eine Ameisenart im tropischen Regenwald. Ganz toll, total super, wohnt total schön. Einziges Problem, wenn es regnet, und es regnet sehr viel im tropischen Regenwald, dann läuft der Bau voll Wasser. So, das hat der liebe Gott gesehen und dachte, scheiße. Nie aufgepasst, kein Problem. Die Ameisen sind ja noch nicht fertig. Schöpf, schöpf. Ja, ist der Schöpfer. So, und dann hat ist völlig egal. Da lasst euch Zeit, den muss man nicht sofort. Das ist so. Und jetzt machen die Ameisen was ganz Besonderes. Wenn es regnet, dann laufen diese Ameisen in den Bau, trinken das Wasser auf, rennen wieder raus und pinkeln das weg. Und das machen die den ganzen Tag. Ja, rein, trinken, raus, pinkeln. Rein, trinken, raus, pinkeln. Rein, wie auf dem Oktoberfest. Rein, trinken, raus, pinkeln. Rein. Der ganze pinkeln. So. Einziges Problem, die rennen nicht weit genug. Das läuft wieder zurück. Und ganz ehrlich, das ist auch wie auf dem Oktoberfest, wenn der an der Plane sitzt. Ja. Ja, deshalb glaube ich ja, das vielleicht alles gar nicht so viel mit dem lieben Gott zu tun. Aber heute haben wir natürlich nicht nur ganz normale Menschen hier, die gleich auf der Bühne stehen, denn nein, wir haben auch einen ganz besonderen Gast heute Abend. Er ist quasi unter den Göttern der Zeus. Der Mann, der mit Worten um sich wirft, wie Zeus mit den Blitzen. Der, wie Zeus Europa zeugte. Nee, das wird privat, das soll ich nicht sagen. Hier ist der Unglaubliche, Thorsten Sträter! Ja, ja. Bernhard Hoeker. Thorsten Sträter. Bernhard Hoeker, da geht er. Folgendes. Ja, ist gut jetzt, komm. Es ist ja auch, es eilt auch ein bisschen. Mein erstes Mal. Ich bin ja der Letzte, der nicht gern berichten würde, dass sein erstes Mal so malerisch war wie in Peter Maffays Lied. Und es war Sommer. Sie wissen noch, oder? Ich war 11 und sie 86 und dann Duppen. Es ging so ähnlich. Das kann man auch gut singen, aber im Ruhrgebiet formuliert man das stark verknappt. Auf einem alten Fahrrad lernt man radeln. Man kann sich auch einfach ein neues kaufen, offen gestanden, aber hier steht es jetzt erstmal so. Es wird eine verdammt lange Aufzeichnung, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde Sie ungern mit einem Kissen ersticken, wenn Sie so weitermachen. Ich möchte das ganz kurz. Was bisher geschah. Naja gut, okay. Also so funktionierte das damals im Ruhrgebiet, okay? Mitte der 80er, eine üble Dekade, ruhrgebietstypisch verkürzt, schön bunt. Aber ohne das Schön, ich ging mit Ute, wurde mir gesagt. Man erfuhr sowas ja nie direkt. Mit jemandem zu gehen, hatte die Komplexität der Übernahme einer Bananenrepublik durch separatistische Kontramilizen. Irgendwas änderte sich, aber man kam nicht sofort drauf. Was eigentlich? Es war kompliziert damals mit Ute und mir. Experimentierfreude war Utes Credo. Die vulgären Vertreter unter meinen Freunden sagten, Ute, voll die Stute.
die Kultivierteren, Ute ist eine Gute. Und ich nickte immer fachmännisch und wusste nicht, was geht. Wir waren so 5 Wochen zusammen, Ute und ich, und alle Parameter stimmten. In den 80ern lief sowas immer wie folgt. Hallo, hallo, Minigolf, Baggersee, Kino, Zunkus, Baggersee, Brust, Kino, Brust, 6 Stunden am Autoscooter stehen, Schluss machen, Briefchen schreiben, wieder miteinander gehen, langer Zungenkuss, eingerissene Mundwinkel, Fahrradtour, Petting, Petting, Autoscooter, Jugendzimmer, Teelichter, Dream Summer Reality, Brust, Brust, Penis, Showtime. Das könnte man. Ja, ja, vielen Dank auch. Könnte man. Gut zu Billy Joel's We Didn't Start the Fire singen. Und dann. Das erste Mal, ich ahnte da vorab schon was und hatte in meinem Zimmer alle Koordinaten auf geschmeidig gestellt. Also Boxershorts an, sauber geduscht, Zähne gekerchert, prähistorische Kuschelrockkassette auf endlos umdrehen justiert, Kerzen an, alle Spider-Man-Comics in den Keller, Kleiderschrank zu, abgeschlossen und zusätzlich verklebt, damit das Teil nicht zwischendurch aufplatzt, um 3 Zentner lila Netzachselshirts in den Raum zu kotzen. Knight Rider-Bettwäsche raus, schwarze Satin-Bettwäsche drauf, diese rutschige Scheiße. Dann ruhig atmen, Ding-Dong, da ist sie. Jetzt aber, führ sie rein, Blödmann. Und vor allem tu so, als würde dein Zimmer immer wie ein Puff aussehen und nicht nur heute. Man kennt das. Beginnen wir hier die Schilderung meines ersten Mals in Echtzeit. Ute kommt rein. Obwohl es hier aussieht wie im Beschälerzelt von Genghis Khan, sagt sie, hübsch. Sie trägt einen Rock, gut. Sie trägt eine Corsage, gut. Läuft. Wir knutschen. Ihr Labello schmeckt nach etwas, von dem ein Chemotechniker meint, man dürfe es durch Erdbeere nennen, so genau müsste man da gar nicht sein. Ute schmiert mir bis zur Stirn alles mit rosa Lippenbalsam zu. Corsage, denke ich. Beim Knutschen lange ich folgerichtig nach hinten. Zeit, hier mal klare Sicht zu schaffen. Und meine Finger finden drollige Dinge vor. Etwa 7000 Haken und Ösen. Ganz offensichtlich gehe ich seit 5 Wochen mit Robocop. Ist egal jetzt. Ich ermahne mich, zum rechten Zeitpunkt die 3 Fragen zu stellen. Das ist wirklich wichtig, auch für die Jüngeren, die jetzt hier sind, wenn es mal bei Ihnen soweit ist. Es ist elementar wichtig. 1. Bist du noch Jungfrau? 2. Im späteren Verlauf. Ist es so gut? Und zum Ende hin, war es für dich so schön wie für mich? Das sind die Fragen, die sein müssen. Ist Standard. Ist wie bei Western, wo einer angeschossen im Sand liegt und sagt, geht ohne mich weiter, ich bin nur Ballast für euch, ohne mich kommt ihr schneller voran. Man macht das so, fertig, wird erwartet. Ute greift nach hinten. Es klickt 5000 Mal leise. Die Corsage fällt von ihr ab. Darunter ein trägerloser BH. Hört das hier nochmal auf, denke ich. Sie lächeln mich an und ich denke, komm, mehr als 2 Haken können das nicht sein. Gib alles, Zauberwürfel ist schwieriger. Los jetzt. Ein Blick nach unten. Steht. Sieht ordentlich aus, da können wir mit der Wasserwaage drangehen. Läuft bei mir. Ich frage raunend Punkt 1 ab. Ute, bist du noch Jungfrau? Sie lacht so blöd, als hätte ich gefragt, Ute, ist der Mond aus Käse? Dann nicht, denke ich, gut, schön, dann eben eher nicht, scheiße. Da kann ich ja ergänzen zu, Ute ist eine Stute und Ute ist eine Gute, direkt kein Geblute bei Ute hinterher schieben, das muss man jetzt pragmatisch sehen, Metzgerniveau, schmerzarme Veranstaltung, passt schon. Ute raunt, was ist mit Verhütung? Ich raune, ich pass auf. Ute raunt, das ist so unsicher. Ich raune, das ist jetzt totaler Quatsch. Wie kann denn Aufpassen unsicher sein? Meinst du, Mütter sagen zu den Kindern, wenn du zur Schule gehst, pass bloß nicht auf, sonst überfährt dich ein Bus oder was? Blödsinn. Ute raunt, ich hab Kondome. Ach du Kacke, denke ich. Wie ging das denn nochmal? Und stelle gleich darauf fest, das habe ich gar nicht gedacht, das habe ich geraunt. Ute, was? Ich nix. Alles Knorke. Ute, warte, ich mach das. Ihre Stimme klingt dabei so verführerisch, als würde sie bei Carglass eine Seitenscheibe einbauen. Sollte man das nicht irgendwie ins Vorspiel integrieren, verdammt? Ich höre Folie reißen, dann wird mir der Penis tapeziert. Fühlt sich soweit ganz okay an, passt leidlich, hat vorne Luft, kneift aber unten etwas, muss ich wohl ein paar Tage eintragen.
Ich sehe an mir herab und rufe, Portsblitz! Kann auch sein, dass es Hilfe, Mutti oder Hilfe Mutti war. Was ich damals rief, hat der Sand der Zeit verschlungen. Das ist auch gut so. Was ich sah, weiß ich indes heute noch. Nämlich nichts. Mein Pillemann ist weg. Ich sagte es recht laut. Ute hielt mit zur Klärung die Folie des Kondoms hin. Im Restlicht der Kerzen las ich mühsam. Fromms, ein Präservativ, Farbe schwarz. Das ist das Letzte, dachte ich. Bis jetzt fand ich immer, der beschissenste Spezialeffekt sei immer gewesen, wie Phantomas sich die Masken abnimmt in diesem Film, weißt du? Erst sieht man den Schauspieler, der gerade Phantomas mit der Maske dieses Schauspielers sein soll, dann Schnitt und Phantomas hat dieses Gummigelump in der Hand. Aber nun gab es einen neuen Spitzenreiter, der unsichtbare Lümmel. Mein Schwanz ist selbst Phantomas. Schwarze Gummis. Was für ein Käse. Genau wie Kondome mit Geschmack, weißt du? Wen juckt das? Kondome, die können von mir aus nach Sucuk-Hühnersuppe schmecken oder Schweine mit halb und halb. Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Doch weiter im Text. 10 Sekunden später. 10 Sekunden später. Der erotische Teil. Ich arbeite hart. Versuche, Phantomas zu justieren und unterzubringen. Ah, da, Widerstand, aber zwecklos. Kikeriki, na bitte. Das kommt ja mal super. Und dann kam das Finsterste, das ich je hörte. Das gilt immer noch, auch jetzt. 500 Jahre später. Ute flüstert, bist du schon drin? Wie bitte, sag ich. Bist du schon drin? Hör mal, sag ich. Bist du lokal betäubt oder was? Mein bestes Stück ist zwar heute angezogen wie eine Luftpumpe, aber ich würde mal sagen, so unter uns, ja, ich bin da mal drin. Aha, sagt Ute. Was heißt hier aha, frage ich, wer ist denn dein Ex-Freund, Godzilla? Ute küsst mich. Ute küsst mich und ich kann mir Frage 2, ist es gut so, sparen? Hätte ich eh gemacht. In diesem Moment macht der Kassettenrekorder Schrumm. Zeitgleich explodiert es aus mir heraus. Neue Kassettenseite, Musiktitel, Elton John, I'm Still Standing. Nein. Ich blicke wortlos auf Ute herab. Frage 3. War es für dich so schön wie für mich? Beantworte ich mir lieber selbst und zwar mit. Aber sicher. Du, sagt Ute, nachdem sie mich vor einer Minute runtergeschmissen hat und langsam wieder ihre Rüstung anlegt, das mit uns, also dass wir miteinander gehen und dass wir miteinander schlafen. Ich blicke auf und sage, ja, ja, lass mich einfach hier liegen, ich bin nur Ballast für dich, ohne mich kommst du schneller voran. Das, was? Dann auch. Ja, das war es dann auch. Mein erstes Mal. Über die Jahre bin ich dann besser geworden. Man kann sogar sagen, ganz gut. Zwar war es auch mal schäbig zwischendurch, aber es wurde nie wieder so übel wie an jenem Abend damals, als mein Penis zur dunklen Seite der Macht wechselte. Dankeschön. Ich sitze, hören Sie auf. Ja. Dankeschön. Wir haben ja heute ein sehr buntes Programm. Wir haben Künstler aus ganz Deutschland. Ja, also wirklich ganz Deutschland, außer ein paar Teilen. Aber ansonsten, bei dem Abend heute geht es natürlich um etwas ganz Besonderes. Denn es geht um diese Trophäe. Es geht um den Gürtel vom Comedy Contest. Und was sehr wichtig ist, ihr müsst nicht einfach nur zuhören, sondern ihr müsst euch richtig konzentrieren, denn ihr entscheidet ja nachher, wer der Gewinner dieses Gürtels wird. Und der nächste Künstler, der jetzt kommt, kommt aus Köln. Ja, wir haben
thematisch heute geht jeder, geht's um den Ort Köln. So ein Zufall, total abgefahren. Sebastian, ich komme ja selber aus dem Rheinland und ich kenne auch Köln und weiß diese Stadt zu schätzen und zu lieben, kenne die geheimen Ecken und da, wo man sich wohlfühlt. Aber mich würde mal interessieren, was macht für dich diese Stadt aus? Ich liebe Köln. Köln ist die perfekte Stadt für mich. Hier in Hamburg zum Beispiel könnte ich momentan nicht leben. Die Menschen hier sind zu gesund, sind zu glücklich. Ich würde hier nur Depressionen bekommen. In Köln kann mir das nicht passieren. Ich bin gerade so ein semi-erfolgreicher Stand-up-Comedian auf dem Weg nach oben. Aber momentan ist mein Selbstwertgefühl noch eher unten. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein Versager, mache ich einfach einen kleinen Spaziergang in meinem Stadtteil. Und nach spätestens 3 Minuten läuft irgendjemand vorbei, der mir das Gefühl gibt, alles ist okay. Das kann ein nackter Mann sein mit einem unsichtbaren Hund, der Selbstgespräche führt. Ich stehe dann da, ich sehe den und ich denke mir, okay, cool, alles cool. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich liebe Köln. Perfekte Stadt. Begrüßt mit einem großen Applaus Sebastian Richard. Ja, nice. Hallo Hamburg. Ich weiß, man sieht mir das nicht an, aber ich hatte früher als Teenager sehr große Probleme, eine Freundin zu finden. Ja, was einfach daran liegt, dass ich von Natur aus ein sehr höflicher, zurückhaltender, wohlerzogener junger Mann bin. Ich bin eine Pussy. Ich bin eine echte Muschi. Und es ist sehr schwierig, eine Freundin zu finden, wenn man so ist. Ja, ich habe es immer versucht, meine Freunde haben es gesehen, sie haben gelacht. Irgendwann kam mein bester Freund zu mir und hat gesagt, Sebi, so geht es nicht weiter. Frauen stehen auf Bad Boys, auf Draufgänger, auf harte Jungs. Und da habe ich gesagt, ah, das hört sich anstrengend an. Aber vielleicht kann ich das faken. Und so habe ich es dann gemacht. Ich bin dann zur nächsten Verabredung gegangen. Ich habe mir vorher selbst den Rücken zerkratzt. Ich habe mir die Haare zerwuschelt. Ich habe fremden Frauen in der U-Bahn Haare rausgezupft und auf meiner Kleidung verteilt. Ich habe mich mit Frauenparfüm eingesprüht, mir Lippenstift ans Hemd gemacht. Ich habe alles gemacht, dass sie denkt, ich bin ein Player. Was soll ich sagen? Hat gut funktioniert. Seitdem habe ich eigentlich immer eine Freundin, aber ich möchte sie natürlich behalten. Deswegen streue ich immer so kleine Geschichten ein. Ab und zu erzähle ich ihr, pass auf, ich gehe zu meinem Kumpel FIFA spielen. Wenn irgendwas ist, ruf ihn an, mein Handy ist leer. Dann ruft sie ihn wirklich 3 Stunden später an. Aber er ist cool, er steht mir bei. Und er sagt, keine Ahnung, den Sebi habe ich seit 4 Tagen nicht mehr gesehen. Dann gehe ich zurück zu ihr nach Hause. Sie macht die Tür auf, schaut mich böse an. Und ich sage, yeah, baby, ich bin ein Bad Boy. Hält die Beziehung am Laufen, ja. Kleiner Tipp. Ich habe mir jetzt extra ein Motorrad gekauft. Ich würde niemals Motorrad fahren, viel zu gefährlich. Um Gottes Willen. Alles, was ich mache, ich fahre mal 2 Straßen weiter. Ich möchte nur, dass sie sich Sorgen macht. Dass sie sagt, Sebi, pass auf, du wirst sterben. Und ich sage, ich mach, was ich will, Baby. Bad Boy. Ich denke, 2 Beispiele sind genug. Nächster Joke. Ich versuche... Ja, danke. Ich versuche, ein guter Comedian zu sein, aber ich habe es nicht so leicht von Natur aus. Ja? Ich habe eine sehr schlechte Körperhaltung zum Beispiel. Ich habe so ein Hohlkreuz und einen Rundrücken. Aber das liegt halt daran, dass ich einen sehr großen Penis habe. Und was soll ich machen? Hey, das ist nicht witzig, junger Mann. Hast schon mal was von Bodyshaming gehört? Glaubt ihr, ich hatte eine schöne Kindheit? In der Schule haben mich immer alle geärgert. Haben mit dem Finger auf mich gezeigt. Haben gesagt, da kommt er wieder. Das Monster. Der Mutant. Es war keine schöne Zeit. Er weiß, wovon ich rede. Ja. Ich liebe diesen Joke. Aus einem einfachen Grund. Erstens, ich habe ihn selbst geschrieben. Gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. Und zweitens, ich weiß ganz genau, die meisten hier im Raum denken jetzt, ach, in Wirklichkeit hat der Typ wahrscheinlich einen ganz kleinen Penis. Aber ein paar wenige fragen sich jetzt, ah, hat der Typ wirklich so einen großen Penis? Alles vom Reißbrett. Ja. Ich sag euch, was wir machen. Ja, es ist ein guter Joke, die haben Ahnung, die kapieren es. Ja. Das war handwerklich perfekt. Komplett auserklärt, fantastisch. So, mach weiter. Jesus Christ. Wo war ich? Bei meinem großen Penis. Genau. Danke. Wer wirklich wissen möchte, wie mein Penis aussieht, alles, was ihr machen müsst, ihr müsst nur meine Facebook-Seite liken. Ich habe so einen Bot programmiert.
Jeder, der meine Facebook-Seite liked, bekommt automatisch ein Penisbild von mir zugeschickt. Das ist meine neue Social-Media-Strategie. Ja. Danke. Ich bin ein Marketing-Genie. Alright, cool. Hamburg. Wer ist euer Lieblingspolitiker? Ich sag's euch. Es ist natürlich Donald Trump. Ja, Donald Trump ist der beste Politiker aller Zeiten. Er ist mein Held. Ich verehre ihn, denn er inspiriert mich. Ich sehe ihn seit 2 Jahren und ich denke mir die ganze Zeit, das kann ich auch. Das ist ein gutes Gefühl. Andere Politiker haben mir das nicht gegeben, ja? Obama zum Beispiel, der hat es ernst gemeint. Das war wirklich ein guter Mensch. Könnte ich nicht. Aber sich nachts hinsetzen und irgendeine rassistische Scheiße twittern und der Präsident der Vereinigten Staaten werden, ich finde das beeindruckend. Einmal Applaus für Donald Trump, bitte. Tut's für mich. Er ist einer von uns. Er ist einer von uns. Ach, entspannt euch. Ich mache hier die Kiffer in den USA dafür verantwortlich, dass Trump überhaupt gewählt wurde. Ich weiß nicht, ob das jedem hier klar ist, aber in den USA wurde Marihuana legalisiert in vielen Staaten. 2 Jahre später ist Donald Trump Präsident. Da muss es einen Zusammenhang geben. Ja? Das kann kein. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie diese Kiffer am Tag der Wahl in die Wahlkabine gegangen sind, vorher noch einen durchgezogen. Eigentlich wollten sie Hillary wählen, aber haben sich gedacht, als sie den Namen gelesen haben, ach komm, egal, das wäre einfach zu witzig. Ich will es einfach sehen. Ja? Der Typ ist unterhaltsam wie Sau. Ich habe am Anfang gedacht, er ist selber ein Kiffer und macht einfach nur Jokes. So hat es alles Sinn gemacht. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, die Mexikaner, das sind alles Vergewaltiger. Könnten meine Jungs so nicht sein. Geiler Typ. Wir werden ihn vermissen. Eine andere letzte Sache, die mir aufgefallen ist, gerade bei den Olympischen Spielen ist, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meiner Meinung nach, wir brauchen mehr Einwanderer in Deutschland. Wir brauchen mehr Einwanderer, vor allem aus Afrika. Ja. Denn ich wünsche mir, dass Deutschland endlich mal wieder die Goldmedaille auf den 100 Metern holt. Damit wir wieder stolz sein können auf unser Land. Germany! Too much? Okay. Nichtsdestotrotz, mein Vorschlag wäre, wir lassen jedes Jahr die 100 Schnellsten rein. Ist einfach nur eine Idee. Denkt drüber nach. Vielen Dank, Hamburg. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Sebastian, Richard. Der nächste Künstler kommt aus München. München, sagt ihr die Stadt, was schon mal gehört? Ach, oft da gewesen. Sehr schön, schön. Günstiges Pflaster. Es kann man sagen, ist so ein bisschen für die Taco-Filiale unter den Städten. Auf jeden Fall. Da. Ich habe da gefrühstückt, weil ich dachte, Frühstück wäre inklusive im Hotel Bayerischer Hof für 47 Euro. Und da fragt man sich, ich hätte Peking-Ente bestellen sollen morgen um 8, weil das war unfassbar. 47 Euro für Frühstück. Wenn du das in Mecklenburg-Vorpommern machst, gehört dir das Zimmer. Das ist das tatsächlich. Und Erbpacht. Du hast noch einen riesen Acker dazu. Unfassbar. Genau, ich habe dir direkt alles behalten. Ja, genau. Und das war, München ist... Ich will nichts kaputt reden. München ist eine wunderschöne Stadt. Also da kannst du echt noch durchgehen, so wie, wobei es diese gelackte Version ist. Da Dresden ist meine Lieblingsstadt, gefolgt von Leipzig. Das sind die schönsten Städte. Dagegen wirkt München wie so eine Bijou Brigitte-Filiale. Aber im Prinzip sind das alles sehr schöne, gegensätzliche Städte, sehr mondän, sehr vergoldet, ganz zauberhaft. Ich mag München. Ich habe jetzt sehr professionell gelacht. Ja, das stimmt aber tatsächlich. Was ist Bijou Brigitte? Das ist so, da kannst du dich behängen wie Mr. T für etwa 9 Euro. Das ist so eine Sonne. Weißt du? So. Ja, das kenne ich. Ja, Behängen für 9 Euro, das kenne ich. Alex, du kommst aus München und die Münchner werden natürlich vom Rest der Deutschen mit Vorurteilen überschüttet. Man hört dieses Wort und denkt sofort Oktoberfest und Bier trinken. Ich möchte sogar sagen, Bier saufen. Sag uns doch mal, was verbindet ein echter Münchner mit seiner Heimatstadt? Ja, was mich mit meiner Heimatstadt verbindet, ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe deswegen ein kleines Brainstorming gemacht und bin dann doch auf ein paar Punkte gekommen. Zum Beispiel verbindet mich mit meiner Heimatstadt erstens Bier. Nee, sorry, das ist jetzt irgendwie alles. Mehr steht da jetzt auch nicht drauf. Da steht mehrmals drauf, aber es ist im Wesentlichen leider nur Bier.
Ja, ist das mit München irgendwie klarer geworden? Begrüßt mit einem Riesenapplaus Alex Döring! Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin heute leider ein bisschen krank. Schlägt auf die Stimme. Schlägt auf die Stimme, das sage ich natürlich vor jedem Auftritt, falls ich schief singe. Mein Verhältnis zu deiner Mutter, mein Schatz, war ja meist recht gut. Doch bei dem, was ich deiner Mutter nun zu sagen hab, verlässt mich fast der Mut. Ich habe lange Zeit versucht, dieses Geständnis zu vermeiden. Denn ich wusste, das Verhältnis wird darunter leiden. Wie sag ich ihr das bloß, dass du in meiner Tiefkühltruhe liegst, dass du in meiner Tiefkühltruhe liegst. Du hast mich betrogen, unsere Liebe war verloren. In einer Kurzschlussreaktion hab ich dich eingefroren. Mit dem netten Herrn von Bofrost sah ich dich in der Nacht eng umschlungen liegen, was hast du dir bloß gedacht? Ihr lag Wange an Wange, ihr wolltet's grad tun. Jetzt liegst du Wange an Wange mit einem Brathuhn. Das ist Ironie, ja du amüsierst, weil du grad noch so heiß warst. Du betrügst mich so, unsagbar mit dem Eismann. Was dann passiert, ist erwartbar, ja das weiß man, weil du in meiner Tiefkühltruhe liegst. Du hast den Kampf verloren, ich will, dass du das weißt, weil du in meiner Tiefkühltruhe liegst. Deine Seele ist erfroren und dein Lächeln ist vereist. Man sagt ja, alte Liebe roste nicht, aber du gehst fremd und ich froste dich. Du bist mein Eis, Eis, Baby. Du hast steif und fest behauptet, du würdest sensibel sein. Doch jetzt bist du steif und fest, fast so wie ein Ziegelstein. Ich hab keine Sorgen, du hast jetzt Gefrierbrand. Ich steh jeden Morgen lachend vorm Gefrierschrank. Und meinetwegen kannst du da Millionen Jahre liegen bleiben. Du bist mein persönlicher Fleischvorrat in Krisenzeiten. Du liegst in der Kälte, so wie Ötzi aus dem Eis. Ich tanz um den Gefrierschrank, ach wie gut, dass niemand weiß. Dass du in meiner Tiefkühltruhe liegst. Ich musste dich verstecken zwischen Koteletts und Kroketten. Menschliche Kälte, die sah man dir schon immer an. Was Neues ist, dass man die jetzt auch bestimmen kann. Minus 18 Grad. Uptown Girl. Uptown Girl, ich werd dich nie wieder Uptown Girl. Da meine Tiefkühltruhe voll war mit dir, habe ich mir eine neue gekauft. Die steht jetzt direkt neben dir. Sie soll nur für Tiefkühlfutter sein. Doch im Notfall passt da auch noch deine Mutter rein. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alex Döring! Ja.
das kommt auf der Hochzeit gut, wenn du sagst, Schatz, ich habe noch ein Lied für dich. Dann kennt ihr jetzt, also nächste Künstlerin kommt aus, Achtung. Den, das ist der Übergang jetzt? Okay. Sehr schön. Also die kommt, inzwischen kommt sie aus Kiel, aber geboren oder... Inzwischen kommt sie aus Kiel. Ja, weil sie früher kam, sie kam nach Kiel aus diesem anderen Ort. Das ist genau da wie, wenn du bei der Anmoderation sagst, wir senden direkt aus dem Knut in Hamburg. Nicht über einen Proxy-Server in Las Vegas, sondern direkt aus dem Knus. Das ist so, das gefällt mir, diese Unmittelbarkeit, die diese Sendung ausstrahlt. Mach einfach weiter, weil es nützt ja nichts. Ist egal. Es ist sagt euch der Name Reinbeck etwas? Reinbeck ist so ein... Also ich sag mal so, das Münsterland ohne Münster. Reinbeck ist so, oder? Also ich habe mich versucht zu informieren. Also ich habe ja zu den Städten immer aufgeschrieben, was da interessant ist. Ne? München, dass die Minger nennen, dass das Oktoberfest im September startet und so, das weiß man aber alles. Nee. Ich habe wirklich die wichtigsten Dinge, die interessantesten Sachen zu Reinbeck zusammengetragen. Und ist jemand aus Reinbeck da? Wenn, dann wären es wahrscheinlich auch alle, oder? Ja. Wenn sie noch da ist. Ja, genau. Und mit der ganzen Familie. Das ist hier um die Ecke, Reinbeck? Wo ist Reinbeck genau? Wo liegt das? Ja. Ja, das ist ja... ja. Und wo genau liegt das? Ja. Du hast wirklich Kaff draufstehen. Ja, natürlich habe ich da Kaff draufstehen. Weil das spielst du in Käffern, das ist die Idee. Also das letzte Frage. Gespräch können wir als Hörbuch rausbringen, aber... Ich spiele in Käffern, na klar spiele ich in... Ich spiele in kleinen Orten sehr gerne. Fertig, der Ende, keine Pointe, ich spiele da gerne. Ich hätte, das Stichwort streichen sollen, die Geschichte ist unfassbar langweilig, die du gerade erzählt hast. Nein, die war schon, ich spiele gerne in kleinen Orten. Die Leute, die machen immer Spaß. Ja, mangels Alternativen, was sollen sie machen? Zu Hause, Schnittchen mit Gurke und Ei, RTL 2 gucken, die kommen dann zu mir, das ist ganz schön. Da sehen sich vor allen Dingen Leute, die sich Jahre nicht mehr getroffen haben, weil dann wieder eine Veranstaltung ist, wo man uns auf dem Schützenfest, was kannst du da machen? Jürgen, ich dachte, du bist tot, sowas, ja, das ist immer schön auch für mich dabei zu sein. Ja, aber ich trete gerne, also mir ist das egal grundsätzlich. Ich freue mich immer, wenn ein Publikum da ist. Das ist ja, man muss sich das einmal am Tag bewusst machen, das Publikum. Ohne euch, also wir können flachsen und können sagen, guck mal, der komische Katholik und er mit so einer witzigen Frisur. Ohne euch, also sogar ohne euch heute, wären wir einen Scheiß. Einen Nichts wären wir ohne euch. Nichts. Nichts. Klatschnick, ich hab recht. Und das betrifft auch dich. Das ist einfach so. Das ist genau wie mit den Leuten. Leute haben vielleicht Lampenfieber und so weiter und es gibt nichts Erhebendes auch, als vor Publikum aufzutreten. Das kann auch mal total peinlich werden, aber meistens ist es das großartigste Gefühl der Welt. Neben, aber den Text hatte ich ja vorgelesen. Das ist, ehret das Publikum über die Maßen. Dieses Publikum ist aber ein besonderes Publikum, denn nicht nur... ehren wir das Publikum, sondern dieses Publikum ehrt auch die Menschen, die hier kommen. Verstehst du? Jetzt wieder rüber. Ja. Liebe Viktoria Helene, ich bin ja in ganz Deutschland auf Tour, unter anderem auch in sehr, sehr kleinen Ortschaften, wo ich mich oft frage, warum leben hier Menschen? Und jetzt habe ich die einmalige Gelegenheit. Bitte sage mir doch, wie ist das, wenn man in einem Ort wie Reinbeck-Neuschönningstedt geboren wurde? Also in Reinbeck-Neuschönningstedt geht die Party ab. Ich habe Heinz, Hannelore und Harald Horst gefragt. Heute sind Heinz und Hannelore auf der Party von Harald Horst in Herthas Gasthof und lernen neue Leute kennen. Und nächste Woche ist die Party von Hannelore, da gehen Harald Horst und Heinz hin und lernen neue Leute kennen. Und die Woche danach ist die Party von Heinz. Es gibt auch einen Käseigel. Und sie haben natürlich nicht nur Freunde in Neuschönningstedt, wie man jetzt denken könnte, sondern auch in Ohr und Büchsenschinken. Und hey, es ist schlimm, aber es ist immer noch nicht Mecklenburg-Vorpommern. Und natürlich habe ich es schon bemerkt, ich bringe Glamour in dieses Dorf. Viktoria Helene Bergemann! Yeah. Hallo. Ich bin Viktoria und ich mache hier sauber. Aber ich habe trotzdem meinen Text geschrieben. Der hatte auch mal einen richtig langen Titel, aber der war gar nicht witzig. Und deswegen heißt der auch nur noch von Klavierspielenden Katzen und geht so. Manchmal denke ich, ich wäre gerne eine irrationale Zahl, dann hätte ich keine Periode.
Aber ich glaube, ich bin einfach eine Primzahl, denn niemand will mich mit sich teilen außer mir selbst. Dabei kann ich das nicht verstehen, denn ich bin echt toll. Einmal hätte ich fast ein Baby aufgehoben, das aus einem brennenden Hubschrauber auf die Autobahn geworfen wurde, aber überlebt hatte. Aber dann hatte ich es plötzlich irgendwie sehr eilig und musste weiter. Und einmal hätte ich beinahe angefangen, quasi den halben Weg nach New York zu Fuß zu laufen, was zugegeben keine gute, naja, zumindest nicht die beste Idee war, die ich je hatte. Aber das ist genau genommen ja auch gar nicht so weit und ehrlich gesagt war es auch nicht ganz New York, sondern okay, es war Neumünster. Im Allgemeinen bin ich ziemlich enttäuscht. Ich kam doch auf diese Welt, um Männern zu begegnen, die Sachen sagen wie, du riechst nach Schuhdeo. Und ich mag Schuhdeo. Oder Rentnern, die sich bei McDonald's im Mülleimer verstecken, um Gameboy zu spielen. Und um Kindern Pflaster mit Skateboard fahrenden Tigern aufs Knie zu kleben, wenn sie hingefallen sind. Und die mich dann fragen, du, pickel die? Und ich antworte, ja, Frederik. Obwohl ich ja gar nicht pickel die heiße. Und was ist das überhaupt für ein Name? Neulich bin ich 2 Zentimeter hinter der weißen Linie am Bahnsteig gelaufen und habe gehofft, dass sich einer Sorgen macht. Aber niemand kam und hat mich vor dem vorbeifahrenden Zug gerettet, wie im ersten Teil von Twilight Edward Bella vor diesem Auto rettet. Und deshalb habe ich auch nur noch einen Arm, aber das sieht man zum Glück nicht mehr. Ich habe das neulich bei der Bundeswehr gesagt, aber da hat keiner mehr gelacht. Ich glaube, die lachen da nicht mehr über verlorene Gliedmaßen. Ich hatte wieder allein eine ganze Nacht wachgelegen, weil ich mir Sorgen darum machte, dass keiner sich Sorgen um mich machen könnte. Und ich habe mir Sorgen gemacht um Menschen, die 2 Zentimeter hinter der weißen Linie am Bahnsteig laufen. Ich mache das nämlich. Und darum, wo man Leute herkriegt, die man dafür bezahlen kann, dass sie an deiner Beerdigung sehr laut weinen. Und ich hasse alle, die so sind. Solche Leute, die immer wollen, dass andere genauso werden wie sie, wie zum Beispiel CDU-Politiker oder Fleischesser oder die Zeugen Jehovas oder Mathelehrer. Alles derselbe Schlagmensch. Sie sitzen abends sicherlich mit ihren 4- bis 8-jährigen Kindern am Esstisch und sagen zu ihnen, ihr dürft erst aufstehen und ins Bett gehen, Kinder, wenn ihr mir folgende Aufgabe löst. Ernst hat einen Leberfleck an seinem rechten Oberschenkel mit den Koordinaten 15, 67 und 3. An seinem linken Knöchel hat er ein Muttermal. Er macht einen Ausfallschritt in einem Winkel von 89 Grad. Berechnet die Koordinaten des Muttermals, wenn er seinen Fuß orthogonal zum Boden stellt und beachtet bei eurer Skizze, dass Ernst Linkshänder ist. Na Kinder, wird heute wieder spät, was? Ein Mensch hat unter einem Video von diesem Text kommentiert, zu wenig Information, wie lang ist Ernsts Bein? Die Eltern dieser Leute wissen schon, was sie meinen, wenn sie sagen, sie hätten die falschen Freunde. Hätten sie die richtigen, wären sie erträglich und nicht dieser eine Typ auf Partys, der aus Versehen die Küche anzündet und dann panisch, aber leise, damit es niemand merkt, umherrennt und weint. Oder sie sind halt wie dieser eine Typ, der nie auf Partys geht oder wie der, der auf der Autobahn Babys aus brennenden Hubschraubern wirft. Also das ist witzig, weil das am Anfang schon stand. Meine ehemalige OSBF, also ohne Scherz beste Freundin, und meine ehemalige EEBF im Ernst beste Freundin waren auch so. Deshalb habe ich sie einfach irgendwann in einen Raum gesperrt und die Türen verkauft und die andere in den Pool gelassen und die Leitern rausgenommen. Ich kann nur sagen, ich habe wirklich am Limit gelebt und am Limes und an einer Limettenplantage. Und ich habe mich in all der Zeit gefragt, warum in Wohnzimmern eigentlich nie Mülleimer stehen. Denk da mal drüber nach. Aber einiges gelernt habe ich auch. Zum Beispiel, dass der Plural von Toast nicht Thorsten ist. Und einmal, das hat jetzt nichts miteinander zu tun, und einmal habe ich den winzigsten Penis der Welt gesehen. Seitdem kann mich nichts mehr schocken. Jedenfalls, was ich allen damit sagen will, bitte versucht es gar nicht erst. Es lohnt sich nicht, irgendetwas zu tun. Egal wie sehr du Leute unabsichtlich enttäuschst, du wirst in jedem Fall auch enttäuscht werden. Niemand mag dich. Du musst es nur einsehen. Ich habe es zu lange versucht, aber ich glaube, ich bin einfach eine Primzahl, denn niemand will mich mit sich teilen außer mir selbst. Dankeschön. Victoria Helene Bergemann aus Kiel. Oh. Ich mag ja Mathe-Sachen. Das find ich finde Mathe-Sachen auch. Also so finde ich sie gut. Ansonsten... Hattest du nicht... Ich hatte kein Mathe in der Schule. Nein.
Quatsch. Weißt du, wann ich zur Schule gegangen bin? Nee. Ja. Bist eben. Du denn zur Schule gegangen? Waffenbau gemacht und sowas. Waren die schon mal da aufgebaut? Oder? Soll ich einen alten Witz bringen? Als ich zur Schule ging, gab es das Fach Geschichte noch nicht. Das ist so ein Klassiker, weißt du? Das, nein. Ach, echt? Ja, ja, nein, nein. Mach ihn mal. Du, als ich zur Schule ging, gab es das Fach Geschichte noch nicht. Das ist ein echt ein alter Gag. Der ist so alt, da gab es das Fach Geschichte noch nicht. Ja, genau. Wie würde Hugo Egon Balder sagen? Der Witz stand, man hat vor 400 Jahren hat man eine Pyramiden geöffnet und im Keller fand man eine zweite Kammer. Und darin fand man eine Rolle und auf der war der Witz und da war er schon durchgestrichen. Das ist so, da, das, es wird, wo wollten wir hin? Was war die Frage genau? Du hast gar nichts gefragt, bist du im Ruhrgebiet zur Schule gegangen? Ja. Bist du im Ruhrgebiet geboren? Ja. Du bist dort zur Schule gegangen? Ja. Ja. Du wohnst immer noch da? Was, wer bist du, Sherlock Holmes? Nein, ich habe einfach was. Entschuldigung. Ah, du warst vor 4 Wochen in der Karibik. Außerdem ist dein Freund ein Uhrmacher und du hast die, weißt du, was soll das? Ja, ich wollte nur bewundernd sagen, wie du rumgekommen bist. Das ist doch der Klassiker. Du bist da geboren, du bist zur Schule gegangen, du wohnst da immer noch. Hey, du kommst rum. Es war mir einfach zu aufwendig, in Dortmund zu wohnen und dafür nach Kiel zur Grundschule zu fahren. Meine Mutter hat das nie mitgemacht. Natürlich bin ich im Ruhrgebiet. Ich bin zu Hause geboren worden, tatsächlich, auf der Couch meiner Oma. Nein. Ja. Du bist eine Hausgeburt? Ich bin eine Hausgeburt. Keine Ausgeburt. Viele werden in Gebäuden geboren, aber ja. Du, eine echte Hausgeburt? Ich bin und war das, wie kam's? Also eine Hausgeburt? Du, ich nein, war, wie das... Ich war dabei, habe aber zuerst jetzt keine Notizen gemacht, als ich Licht sah. Ich weiß es jetzt nicht. Das kam daher, weil meine Mutter hat wohl gesagt, ja komm, ich gucke noch eine Folge Alarm für Cobra 11 und dann war es vorbei. Und dann war ich da. Zack, klabum, die Couch versaut. Es war so. Yeah. So irgendwie. Und da bin ich dann geboren worden. Das heißt, du warst schneller da als geplant. Ja, ja, aber seitdem verspäte ich mich laufend, habt ihr ja gesehen. Nee, ich war wohl von der Planung her, war das nicht so das Gelbe vom Ei und dann zack war ich da, du, Couch. Was für ein Jahrgang bist du? 1911 tatsächlich. creme mich aber täglich ein, nee, 66. Wir kommen jetzt zu einem anderen, gut aussehenden Mann aus dem Ruhrgebiet. Das war, hey, der nächste Gast. Das war einfach zack, bumm. Ja, Serkan, du siehst, nicht nur Thorsten kennt sich im Ruhrgebiet aus, auch du kommst aus dieser wunderschönen Ecke Deutschlands. Mich würde mal interessieren, was macht für dich deine Heimatstadt Essen aus? Ja, wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der lernt das Schöne auf dem zweiten Blick zu erkennen. Denn Essen ist nicht nur Grau und Grau und Zeche Zollverein wie im Einspieler von Lenzen und Partner. Essen war beispielsweise 2010 auch Weltkulturhauptstadt und beheimatet eines der modernsten Opernhäuser und wird im selben Atemzug mit Sydney genannt. Ich wollte auch mal Opernsänger werden, habe eine klassische Gesangsausbildung genossen. Ich sollte aber was Vernünftiges machen. Deswegen arbeite ich jetzt auch im Callcenter zur Überbrückung seit 9 Jahren. Aber mir ist noch ein bisschen was geblieben. Das Lamm, der Wolf, der Habicht, Hurz. Begrüßt mit einem Riesenapplaus Serkan Ateşstein. Dankeschön. Ja, erstmal moin. Also ich weiß, dass man das hier sagt und zwar immer. Und zwar, als ich das erste Mal hier in Hamburg war, das war 2012, da bin ich um 24 Uhr auf der Reeperbahn in so einen Souvenirladen rein und sag dann so, sagen wir Souvenirladen rein und sag dann so, Nabend, und er sagt moin und ich sag, sagen Sie immer moin? Er sagt, nee, manchmal sagen wir auch verpiss dich. Seitdem liebe ich Hamburg. Ja, ich sage euch das. Ich komme eigentlich aus Essen, wohne in Köln und arbeite in der Stadt, die man in Köln nicht nennt. Sagen wir Voldemort. Bevor ich mit Stand-up angefangen habe, habe ich enorm Schamgefühl gehabt. So, ich hatte keine Lust, vor Leuten zu sprechen. Und dann habe ich halt gegoogelt, wie kann man eigentlich sein Schamgefühl abtrainieren? Und da stand drin, Sie müssen in der Bahn die nächste Haltestelle laut schreien. Und das habe ich gemacht. Das Highlight davon war, ich bin nachts um 2 Uhr mit dem Intercity von Köln nach Essen gefahren. Damals habe ich noch da gewohnt. Und nachts um 2, die Leute schlafen. Und ich denke mir so, komm, das muss ich jetzt bringen. Und ich sage dann so, hey! Und alle gucken mich an, what's wrong with you?
So, normalerweise in der Öffentlichkeit rede ich nicht gerne mit Fremden. Deswegen sitze ich beispielsweise in der Bahn, sitze ich im Vierer immer außen. So, damit ich schnell raus kann, weil ich keinen Bock habe auf, Entschuldigung, könntest du mich mal kurz rauslassen, bitte. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und letztens Düsseldorf Airport, steigen so ein Best-Ager-Paar ein, vollgepackt und so, also 50 plus, so Sat.1 Goldgucker. Und ich mache halt Platz, weil ich halt nett bin und aus Versehen rutscht mir eine Frage raus. Und zwar, wo waren sie denn? Ja, wir waren in New York. Und dann wie bei den Peanuts, wenn die Eltern geredet haben. Ne? So. So, und ich weiß nicht, wie das hier ist. Auf einmal, aufgrund einer Signalstörung, wird sich die Weiterfahrt verzögern auf jeden Fall. Ne? Peinliche Stille tritt ein. Und ich fühle mich gezwungen, etwas zu fremden Menschen zu sagen, zu denen ich keinen Bezug habe, aus sozialer Paranoia. Und das Einzige, was mir einfällt, war, und sonst so? Plötzlich stellt er mir eine Frage. Er sagt, ja, hat sich denn in den letzten 2 Wochen politisch was verändert? Ich denke mir so, Alter, es hat sich 12 Jahre nichts verändert. So, aber okay, wenn du es so willst, dann kriegst du es so. Ich sage, ja, wir hatten Neuwahlen und die AfD ist jetzt an der Macht. Ich darf aber bleiben. Ne? Er war gar nicht empört, er holt sein Handy raus, macht eine Sprachnachricht. Hallo Sohnemann, ich habe die guten Nachrichten schon gehört. Und ich dann nur so, Entschuldigung, kannst du mich mal kurz rauslassen, bitte? Vielleicht mal eine kurze Frage. Ist hier jemand verheiratet? Einmal klatschen. Ja. Ist hier jemand in einer Beziehung? Einmal klatschen. Hey! Das hört man übrigens nie, wenn man fragt, wer Single ist. Hey! Und macht hier jemand Freundschaft plus? Das will ich einmal hören, dass sie sagen, wir sind zwar nur befreundet, aber wir knattern auch miteinander. So, ne? Also sie waren ja verheiratet miteinander. Wie lösen sie Konflikte in ihrer Beziehung? Ja, das ist eine echte Frage. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Beispielsweise, ich habe letztens eine Tierdoku gesehen. Also Schimpansen lösen Konflikte mit Gewalt. Und Bonoboaffen mit Sex. Deswegen frage ich mal hier einfach eine Frage in das Knus raus. So, seht ihr euch mehr als Bonoboaffen? Vielleicht einmal klatschen. Okay, der Rest haut sich lieber auf die Fresse. Ist auch schön, ja. Ist auch schön. Nur das Ding ist jetzt, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du Affe, dann frage ich immer, Bonobo oder Schimpanse? Wieso ist denn das wichtig? Ja, für meine Taktik. Wer von Ihnen beiden ist eigentlich der Zärtlichere in der Beziehung? Ich. Immer der Mann. Immer der Mann. Können Sie Ihre Gattin oder Ihre Frau für mich am Hinterköpfchen streicheln? Das macht mich nämlich total horny. Na, das ist so eine Sache, ne? Am Hinterköpfchen gestreichelt zu werden, das hat sowas Ursprüngliches, das mag jeder von uns. So, unsere Mutter hat das gemacht. Und deswegen habe ich einen Tipp für euch, Leute. Wenn ihr mal in eine Schlägerei kommt, ihr müsst einfach nur versuchen. Ich habe so auf die Fresse gekriegt, ey. An das Hinterköpfchen zu kommen, ne? Weil ich meine, da sagt doch keiner bei einem Hinterköpfchen streichen, Entschuldigung, kannst du mich mal kurz rauslassen, bitte? Ne? Ja, ja. Aber ich habe mir schon gedacht, so in weiser Voraussicht, wie würde ich mein Kind nennen? Weil eigentlich bin ich auch für eine gemeinsame Leitkultur und mein Kind wird bestimmt mal so halb deutsch und halb türkisch. Aus diesem Grund nenne ich es Gustafa. Vielen lieben Dank, ihr wart richtig geil. Dankeschön. Das kompliziert. Ja. Fantastisch. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Super. Ach. Wir haben schon einen Kaffee bestellt, dass wir das jetzt auf Kette kriegen. Fährst du aber dann gleich nach Hause, ja? Ja, sicher, Hase. So. So. Was wolltest du? Ich wollte geschickt dazu überleiten, dass es hier natürlich um diesen Gürtel geht. Wenn du mir kurz helfen würdest, ja, diesen natürlich. Gürtel abzumachen. Der Gürtel, genau. Es geht um diesen Gürtel. Hier zu der... Warte. Nein, du musst... Und die Frage ist natürlich,
In welche Stadt wird dieser Gürtel gehen? Wir haben ja einige heute kennengelernt. Ja. Und damit wir uns alle noch an das erinnern, wer hier auf der Bühne war, rufe ich Sie noch einmal zurück. Sebastian Richard, Alex Döring, Viktoria Helene Bergemann und Serkan Ateşstein. Wenn Sie einen Künstler hatten, den Sie ganz besonders schätzten, dann werfen Sie als gefällige Geste etwas Obst in so eine Röhre. Und zwar passgenau zum Gesicht etwas Stück gut, schönen Tag noch. Das wird toll. Ihr dürft schon mal losgehen. Und solange hier die Limetten eingesammelt werden, sehen wir uns noch einmal die Highlights an. Viel Spaß. Ich habe mir jetzt extra ein Motorrad gekauft. Ich würde niemals Motorrad fahren, viel zu gefährlich. Um Gottes Willen. Alles, was ich mache, ich fahre mal zwei Straßen weiter. Ich möchte nur, dass sie sich Sorgen macht. Ich bin ein Bad Boy. Man sagt ja, alte Liebe roste nicht. Aber du gehst fremd und ich froste dich. Du bist mein Ice, Ice Baby. Manchmal denke ich, ich wäre gerne eine irrationale Zahl. Dann hätte ich keine Periode. Aber ich glaube, ich bin einfach eine Primzahl, denn niemand will mich mit sich teilen, außer mir selbst. Wie würde ich mein Kind nennen? Weil eigentlich bin ich auch für eine gemeinsame Leitkultur. Und mein Kind wird bestimmt mal so halb deutsch und halb türkisch. Aus diesem Grund nenne ich es Gustafa. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird es spannend. Liebe Gäste hier im Knus, liebe Zuschauer zu Hause an den Empfangsgeräten, auf den mobilen oder auf den fest in der Wand verschraubten, jetzt kommt es zur großen Entscheidung. Und ich bin es nicht wert, diese Entscheidung selber zu moderieren. Und deshalb, Thorsten, du bist näher dran. Zeremoniere. Bernhard, ich bin direkt hier bei den goldenen Röhren. Ja, die Spannung ist mit Händen zu greifen. Ja. Ich zähle jetzt einfach mal bis, sagen wir, 17 oder was? Ja. Das ist eine gute Zahl. Ich zähle bis 3, ihr Lieben. Und dann bitte ich euch zu enthüllen, was hier Phase ist. Das ist der Fachausdruck. So, kommt schon, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Das ist auch für viele, verstehst du? So, pass auf, folgendes. Ich zähle bis 3, ihr Lieben. Ihr glitzert alle, das ist zauberhaft. 1. Hör auf zu lachen, ich lass den austauschen. Es ist nicht zu spät, oder? Dass wir den... Völlig in Ordnung. Ich werde jetzt das Kommando geben. Kommando, es ist eine freundliche Bitte, aber mit Nachdruck halt. Dass die Röhren quasi von ihrem Gezumpel befreit werden. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Wow! Fantastisch! Oh. Das ist tatsächlich... Ich würde tatsächlich noch eine... Also ich erkenne eine Tendenz. Du auch, Bernhard, von da aus? Geht das? Oder würdest du sagen, du hast eine Unschärfe? Ich halte Unschärfe, mich komplett raus. Die Spannung ist bei dir zu greifen. Die Spannung ist mit Händen zu greifen, womit auch sonst. Wer Quatsch, mit Füßen. Blödsinn. Tatsächlich, wenn ihr beiseite treten, ich werde jetzt wirklich, und das ist wie das Finale der Staffel von Lost, ich werde jetzt diese, während ich dahin gehe, überlege ich, wem die nochmal gehörte. Nein, ich weiß, wem sie gehörte. Sie gehörte Alex Döring. Bitteschön. Zack, das ist die Zusatzrolle. Das ist der, das ist der. Auch herzlich willkommen, trotzdem toll. Fantastisch, sehr gelacht, sehr gelacht. So, komm her. Nimm einen nach oben. Oh, sorry. Eins, zwei. Yeah! Das ist er. So, Alex Döring, der Gewinner des heutigen Comedy Contest. Hier war aber auch viel.